Ja, bislang, glaube ich, sind wir alle sehr, sehr zufrieden, haben gute Tests gespielt, haben auch oder waren auch erfolgreich. Es ist doch klar, wir haben viele Positionen neu besetzt, einen neuen Trainer, einen neuen Manager. Wir haben auch viele Spieler neu bekommen bzw. abgegeben. Das muss ich erstmal alles finden. Aber bislang habe ich ein absolut gutes Gefühl. Ich bin ja selber auch erst seit anderthalb, knapp zwei Wochen jetzt im Training. Aber ich bin absolut zufrieden. Die Jungs haben sehr, sehr gut mitgezogen. Wir haben nur eine Verletzung mit Koke, die uns natürlich wehgetan hat. Aber jetzt gilt es dann, den Kader zu optimieren und die letzten Wochen noch gut zu arbeiten, um dann auch hundertprozentig im ersten Spieltag da zu sein. Druck hast du überall, aber wie gesagt, ich spiele Fußball aus Freude, aus Spaß und deswegen ist es kein Druck, sondern mehr Freude und Spaß und deswegen freue ich mich auf die Saison. Ich will mich entwickeln und ich will Erfolg haben und das werden wir haben. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr super geile Mannschaft und es läuft super. Schalke ist ein unruhiger Verein, das finde ich ja gar nicht schlimm. Die Unruhe muss nur durch andere Dinge, glaube ich, ein bisschen ausgelöst werden. Hier wurde viel zu viel über Zeug diskutiert, was eigentlich gar nicht notwendig war. Wir wollen ja vielleicht ein bisschen ruhiger arbeiten, vielleicht auch ein bisschen mit weniger Öffentlichkeit. Aber der Verein darf natürlich auf keinen Fall langweilig werden. Also das wäre der größte Fehler, den man machen kann, weil Schalke alles andere als langweilig ist, sehr emotional. Ich glaube, das müssen wir alle gemeinsam leben. Wir wollen eine gute Mannschaft zusammenstellen, da sind wir auf einem guten Weg. Und wir wollen attraktiven Fußball spielen, da sind wir auch auf einem guten Weg. Aber die Ergebnisse werden es dann schlussendlich zeigen.